Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play zu dem neuen Pokémon-Spiel Pokémon Schwert. Hier ist die erste Folge von Pokémon Schwert. Okay, wir fangen hier an bei der Sprachauswahl. Ich glaube, wir spielen auf Englisch? Nein, auf Deutsch natürlich. Okay, unsere Figur, ich nehme diese hier. Okay, unseren Namen muss ich eingeben. Felixidon. Ah, das dauert lange. Ah, was schreibe ich da? Ich und meine Rechtschreibung. Auch ganz professionell. Okay, das hätten wir auch schon mal. Okay, ja, sicher. Speicher vergangen. Und jetzt passen wir einfach mal auf, was passiert. Falls irgendwas passiert. Ja, wir starten auf YouTube. Okay. Boah. Heftig. Boah. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Gala-Region ist ein wunderbarer Ort voller inbürter Natur und bezaubernder Städte. Eine fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Oh, cool! Direkt das erste Pokémon, was wir sehen. Das kenne ich noch gar nicht. Das sieht cool aus. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder den Häuserklüften der Städte. Warum? Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Ja, da feiern sie alle. Ich bin wieder da, wieder Felixidron aus der Kanto-Region. Eulis ist mal nicht dabei, leider. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Und ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Gala präsentieren. Es ist Zeit für den Schaukampf unseres Champs, Deleon. Boah, heftig. Boah. Boah, der fühlt sich cool. Und da hinten einfach ein Glurak. Die Menge flippt aus. Boah, cooles Viech. Pokémon. Pokémon meine ich. Verabschiede dich. Mann! Na, Glurak, Dynamax. Lass mir doch mal Zeit zum Lesen. Was? Oh. Ach du meine Güte. Himmel und Erde, dieses Glurak will ich. Und herzlich willkommen zu Pokémon Schwert. Yay. Auf dieses Spiel freue ich mich. Ein Schaf-Pokémon. Ja. Auf ein Schaf-Pokémon habe ich mich schon irre gefreut. Und da kommt auch direkt ein Junge auf uns. Das sind aber nicht wir. Also, wir haben einen Mann. Faxo, das hier am Boden schläft. Im Stehen. Und wir sind am Handy zocken. Wer kennt's nicht? Das bin 1:1 ich aus dem Alltag. Ich sitze so da vor meinem Handy. Hallo, ich bin's, immer zu Hause. Grüß dich. Hey Felixidron, was hast du denn da? Ist es ein neues Smartphone? Sehr cool. Ist das Schaf dein Partner-Pokémon? Ha, ich bin im Himmel. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Ah, das heißt, Deleon ist der Bruder von Hop. Ah. Komisch. Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Nee. Wer bist du jetzt schon wieder? Ah, das ist meine Mutter. Oh, was machst du denn hier, Hop? Ist heute nicht der große Tag? Oh, ja.
Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Felix Zitron abholen. Das Match kann er sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt einen Mitbringsel ab. Hehe. Ich warte draußen auf dich. Aber auf was denn? Ein Starter-Pokémon? Wir werden mal sehen. Oh Gott, rennen wir schnell. Ach du lieber Himmel. So, ich renne direkt mal das Manfaxon. Es schreckt sich direkt, okay. Hier ist die Küche, tschüss. Und das ist mein Zimmer. Genau, ich habe hier ein Foto von meinem Evoli. Wer kennt's nicht? Jeder braucht eine Evoli-Puste zu Hause. Jeder. Okay, Pikachu. Aha. Und hier ist eine Switch mit zwei anderen Controllern. Genau mit den Farben spiele ich gerade. Junge. Okay. Und hier ist mein Beutel. Du schnappst dir den alten Beutel deines Papas. Also jeder Trainer hat keinen Vater. Ash. Und alle anderen aus den ganzen Spielen. Auch aus der Kanto-Region, den ich in Let's Go gespielt habe, auch keinen Vater gehabt. Außer den Omega Rubin, der hat einen. Mit dem X öffnet das Spielmenü. Wenn du im Spielmenü Speichern auswählst, kannst du deinen Spielfortschritt speichern. Wow. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Also hier kannst du mit dem Spielmenü und der Karte die Landkarte der Region und deine Zielorte ansehen. Ich sag besser gar nichts mehr drauf. Die Abenteuerfibel kannst du jederzeit wieder zu Rate ziehen. Du findest sie in der Basis-Item in deinem Beutel. Okay. Beutel, Speichern, Karte, Einstellungen. Okay, Beutel. Leer. Abenteuerfibel. Einsetzen. Achso. Also da können wir Erklärungen suchen. Okay. Auf nach draußen. Ah, wir sehen schon einen Teil der Karte. Geh zu Hopp, der draußen auf dich wartet. Okay. Alter, das ist mal eine schöne Grafik. Da sehe ich auch direkt einen Knospi. Und zwei Schafe. Das rechte gehört wahrscheinlich ihm, das linke glaube ich nicht. Knospi. Hallo. Wow, was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, was? Hey. Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Was machst du da? Schau mal, ein Volley, was macht es denn da? Es hat seinen Schädel gegen den Zaun. Lass mal schön den Zaun in Ruhe, der hat dir doch nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit dem Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Wolle. Das macht einfach weiter. Hoffentlich hat es das begriffen. Aber jetzt zu uns, Felix. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist sein Name ist Viscora. Oh, ein Disc gegen Viscora. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Sicher, ich renne dir gleich hinterher. Und das rollt einfach mit, das Woli. Okay, wenigstens wissen wir schon mal einen Namen eines neuen Pokémon, Woli. Oder soll ich es Wolli nennen? Das ist wahrscheinlich sein Haus. Okay. Ja, betreten wir es einfach mal. Ja. Diese Grafik. Und da ist er. Okay. Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. Oh, und Felix ist auch dabei. Nicht der schon wieder. Wie schön. Irgendwie. Hey, Moment mal, wo ist Dillion? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp. Aber es hinzu sollte jede Minute am Bahnhof von Brassbury ankommen. Aha, dann geh ihn besser abholen. Dillion hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Okay. Hast du meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt? Stimmt.
Achso, du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Felixidon? Ja. Keine Ahnung, wer ist... Oh. Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Der mit dem Glurak, oder? Ich warte draußen auf dich. Okay. Ich renne einfach direkt gegen eine Kanne mit Regenschirmen darin. Okay. Da hinten wartet er schon auf mich. Alles Stackler, dann los. Aber pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, streunen dort lauter wilde Pokémon um. Ich habe jetzt zum Glück meinen Wolli, falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg von dem hohen Gras. Okay. Von mir aus. Okay. Auf zu neuen Abenteuern. Mit Felixitron. Okay. Wir gehen einfach direkt mal. Wenn du kein Pokémon bei dir hast, solltest du... Ach Gott. Ich wollte doch nur mal Hallo sagen. Spielverderber. Da hinten sehen wir schon eine Menschenmasse. Wir rennen hin. Ja, da ist er schon. Sein Glurak sehe ich auch schon. Ah, da ist er schon. Er lächelt wie Tali. Ja, und die Pose wieder. Alle winken ihm zu. Das Glurak. Sieht Grimm drin und denkt sich, ja gut. Hallo Brassbury, euer Champ Dillon ist wieder hier. Was für ein Empfang, das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, es ist wirklich, Dillon ist hier. Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Danke, danke. Hopp, fühlt sich richtig cool. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert. Um mir meinen Titel streitig zu machen. Na klar, ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Genau, so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Ich habe da andere Meinungen. Mhm. Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Aha. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Glurak. Hey, Bruderherz. Ja, voll am Winken. Vitali. Ist eins zu eins. Seid ihr verwandt? Kann ja wirklich sein. Ah, hopp. Dass mein nicht mehr größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich ansehen. Mann, bist du groß geworden. Das sind gute 3 cm mehr. Gut geraten. Ach oh Gott. Deinem Blick entgeht wirklich nichts, aber das wundert hier sicher keinen. Dabei finde ich das Spiel echt gut. Und dem gehört diese leuchtende paar Augen. Halt, sag nichts! Rob hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Felixitron sein. Ja, genau. Ja. Ja. Ich bin Dillon, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galas. Meine Fans nennen mich deshalb auch Dillon, den Unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Ob uns ein Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's Champ Time. Aha. Ich muss auch weg, bis es wieder heißt, it's Storm Time. Vielleicht mache ich das wirklich zu seinem Spruch von mir. Naja. Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs, ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die Allerbesten Pokémon.
Starter-Pokémon, Starter-Pokémon, ich will das schaffen. Ich will, dass ihr stark werdet. Deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Okay. Bin ich gespannt auf die Starter-Pokémon, wie die jetzt aussehen. Los, meine Kleinen, zeig den beiden. Ich hab's nicht fertig lesen können. Das Platz-Pokémon Gym Pep-Boy. Das Feuer-Pokémon Hoplo. Das Wasser-Pokémon Mimion. Okay, die sind alle drei süß. Ich kann mich jetzt schon nicht entscheiden. Cool. Er badet im Wasser. Er holt sich eine Frucht, aha. Er spritzt den an. Er schreckt sich. Mann, nicht weinen. Der ist so voll lieb, der Blaue. Ich glaube, ich weiß schon, wen ich mir nehme. Genug gespielt. Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Ja, das ist jetzt die Frage. Also ich würde sagen, wähl du zuerst, ich habe schon meinen Wolli. Wolli! Okay, ich hole mir das, schaff! Hey Flixidron, wo willst du hin? Du hast hier noch kein Pokémon. Okay. Nein, nein. Ich finde den Blauen ehrlich gesagt am süßesten. Deswegen nehme ich dich. Das sieht voll süß aus. Das Wasser-Pokémon Mimion ist sanftmütig, wie ein letztes plätscherndes Bächlein und sehr anpassungsfähig. Entscheidest du dich für das Wasser-Pokémon Mimion? Ja! Moi, du hast dich für Mimion entschieden. Das, nein. Genau. Ich mag Pokémon überhaupt keinen Spitznamen geben. Oh, die ersten Momente zwischen uns. Aber das Pokémon Spitznamen geben, das finde ich nicht so cool. Pokémon sollen einfach so heißen, wie sie auch heißen. Du hast dir also Mimion ausgesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Hoplo. Du bist ab sofort mein Partner. Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Er darf zwei Pokémon haben, nicht nur eins. Unfair. Ich will nämlich der nächste Champion. Vergiss es. Es ist so lieb, das Schaf. Das habe ich mir schon gedacht, Hop. Deshalb habe ich mir nicht nur dir, sondern auch Felix dann ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Es ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja irgendwann, so gut wie ich zu werden. Ha! Außenseiter. Ist halt wirklich so. Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Ah. Du und Glurak werden hoffentlich gute Freunde. Es ist strikt und stark. Aber es hat ein gutes Herz. Es freut sich. Es ist doch kein Außenseiter. Und jetzt wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon ist es natürlich auch gesorgt. Ja, genau. Ist ja gegrillt. Und wir haben Party und Essen, gegrillte Spieße und ja. Dun dun. Ich liebe diese Musik. Okay. Am nächsten Tag. Diese Grafik ist einfach umwerfend. Gibst du überhaupt? Du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben, um mit deinem neuen Pokémon zu spielen. Stimmt. Ich wette, dir kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ob, Bruderherz. Flixidron und Mimion haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön. Gegenseitig Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Behaltet immer den Glauben aneinander. Geht nie auf und kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinem würdigen Rivalen. Hallo, was schaust du in den Tavern? Wenn hier jemand dein Rivale wird, dann wohl ich. Na warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Flixidron und ich Rivalen im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Ah. Jetzt sind wir waschechte Trainer. Aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren. Mit ihnen
mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal. Ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Und um das zu herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Ja, der erste Kampf beginnt. Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Yep. Glaub an eure Pokémon, schließt sie ins Herz und sorgt euch immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen. So manche Kämpfe gleich viel mehr Spaß. Mhm. Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es mal krachen. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat, in und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Das werden wir erstmal sehen. Ich nehme dich auch. Pokémon-Trainer Hopp fordert sich heraus. Ja, er hat zwei Pokémon, das ist ein bisschen unfair. Los, Mimion! Man muss zugeben, er sieht süß aus. Auf in den Kampf, ja. Ich habe schon zwei Pokémon. Kampf? Ja, klapp's. Boom. Das kann ja lange dauern. Okay. Ich setze einfach mal Heuler ein. Heuler? Ja, ein Heuler an der Attacke hat sich eigentlich nichts geändert, wirklich. Aber der Angriff sinkt, das ist gut. Klaps. Oh. Das war sehr effektiv, finde ich. Nochmal Klaps. Der Schaf sieht schon ziemlich süß aus, das Wolli. Mimion erreicht direkt Level 6. Oh Gott. Mimion erlernt Aquaknopf. Das dürfte jetzt auch hilfreich sein gegen Hoppolo. Nicht so schnell, ich habe noch ein Assemärmel. Genau, jetzt kommt Hoppolo. Das ist eigentlich auch schon gut, weil jetzt haben wir Aquaknarre, Wasser gegen Feuer ist sehr effektiv. Wie wir wissen. Ja. Weißt du etwas schon Bescheid über die Stärken und Schwächen der Pokémon-Typen? Ja. Du etwa nicht. Okay. Ja, nochmal Tackle. Damit besiegst du mich hundertprozentig. Ich besieg dich ja nicht. Ja, ich hab gewonnen. Hab's dir doch gesagt. Direkt Level 7. Okay. Ich hatte zwei Pokémon dabei und hab trotzdem verloren. Du und Mimion seid echt krass. Du gewinnst 400 Pokémon. Boah, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Ja, endlich erfährst du es. Was für ein packender Kampf. Und mein Haar hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt erschöpft. Du hast echt Talent, Felixino. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich will, dass du Hobbs Rivale wirst, damit ihr aneinander wegwachst und gemeinsam stark werdet. Ich will noch viel, 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 viel stärker werden. Was sagst du, Bruder? Ich bin bereit für meinen ersten Arena-Kampf. Boah, es ist so viel gelesen, mein Hals wird voll drücken. Bruder, du machst wirklich keine halben Sachen. Du weißt also, der Arena-Challenge teilnehmen im großen Turnier Galas? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du, Felix. Warum ich? Ich bin der Champ von Kanto. Der Champ von Alola. Ich schlage vor, ihr besorgt euch ein Pokémon. Ja, das ist mal schlau. Die Pokémon kenne ich noch nicht. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinen Pokémon gefüllt.
steht da. Nein, eigentlich nicht. Wenn mein Bruder sagt, dass echte Serien so was brauchen, dann ist es auch so. Okay. Okay. Schauen wir gleich im Pokémon-Labor vorbei, um meine Pokédex abzugreifen, Felix. Ich mag deinen Enthusiasmus, Rob. Okay, ich sag der Professorin Bescheid, dass sie kommt. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Mein Pokédex kriege ich mit Links vollständig. Man wird auch noch lange von meinem... Ja, fuck. Jetzt habe ich vorgespult. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex holen gehen. Okay. Krach. Hey, was war das gerade für ein Geräusch? Hast du da auch gehört, Felix? Ist das Volley gerade durchgebrochen? Oh nein, das Tor ist offen, das Volley ist spurlos verschwunden. Ja, also ist es durchgekommen. Oh nein. Es hat vorhin doch immer wieder versucht, das Tor einzuholen. Sag mir bitte nicht, dass es da reingerannt ist. So ein Mist, da ist doch eigentlich Zutritt verboten. Als die Enkelin der Professorin noch klein war, ist sie im Wald angeblich mal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaucht haben. Was machen wir jetzt, Felixidon? Ist doch klar, wir retten das Pokémon. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Klar, eigentlich ist hier Zutritt verboten, aber das gilt ja wohl eindeutig als Notfall. Da hilft nur eins. Augen zum Durch. Komm, Felix, jetzt wird rangeklotzt. Wer sagt denn sowas? Okay, einfach. Augen zu und durch. Auf in den Wald. Schlummerwald. Heftig. Heftig Nebel. Sie haben sich bei der Grafik wirklich Mühe gegeben. Hallo, Wolli. Wo ist es bloß hin? Mann, und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Okay. Wo ist Gras? Pokémon greift uns an. Moin! Ein Raffel. Los, Mimion. Attack. Aquaknarre. Es ist auf Level 2. Du schaffst es trotzdem nicht. Okay. Du hast noch eine Chance, okay? Perfekt. Ja, es ist nicht viel vorangegangen. Aber trotzdem ein Pokémon. So, weiter geht's. Über diese Brücke. Ins nächste Gras. Da greift uns wieder ein Pokémon an. Ich glaub's nicht. Wieder ein neues. Micro. Das ist Microsoft. Okay. Aquaknarre. Direkt weg. Direkt weg. Finde ich in Ordnung. Bekommen wir wahrscheinlich auch wieder 11, oder? Nur 9. Ja, wegen dem... Ja, ich weiß nicht warum. Okay, weiter geht's. Was ist das? Hast du das eben auch gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Anscheinend. Versuchen wir mal durchzuschleichen. Es greift uns trotz. Ja, es ist wieder ein Raffel. Also, Raffel kann ich mir merken. Das ist eher ein ganz leichter Name. Kampf. Wir setzen Aquaknarre ein. Los, Aquaschnarre. Oder wie das heißt, Aquaknarre. Okay. Du machst mir sehr viel Schaden, Raffel. Muss ich sagen. Wenn diese Pokémon mal in Pokémon Go auftauchen, das wird nice. Ja, plus 19 sogar. Okay, weiter geht darauf. Aha. Da ist schon wieder dieses Geräusch. Heilung, Felix, ich mache mir riesige Sorgen um Wolli. Hörte diese Musik, die ist ja voll cool. Das ist voll krass. Okay, der Nebel wird leider schon dichter. Okay, da steht er. Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier raus ekeln.
Was passiert jetzt? Starten uns hier ein Pokémon an? Was ist das? What? Okay, ein Fragezeichen erscheint. Okay, dieses Pokémon kennt man noch nicht. Aha. Okay, Aquaknarre. Die Attacke ist durchgegangen. Das Geheimnis für Pokémon betrachtet sich eingehend. Was zum... Die Attacke war völlig wirkungslos. Vielleicht... Klaps? Klaps? Nein, auch durch. Der Einsatzkreis ist da keinerlei Wirkung. Okay, der Nebel steigt. Okay, wir machen... Dann probieren wir es mal mit Heuler. Die Attacke geht auch durch. Was? Okay, es erzeugt mehr Nebel. Ich sehe überhaupt nichts. Ja, ich auch nicht. Wow. Okay. Was ist jetzt passiert? Wir sind aufgewacht. Nein. Jetzt wachen wir auf. Hopp, Felix ist dran. Delion, wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verlässt dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Es ist nicht witzig, gerade vor Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Seit ewig nicht aufgetaucht, da musste ich euch einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wally? Es hat sich im Wald verlaufen und wir wollten es retten, deswegen sind wir aber überhaupt hier. Oh, Wally. Dem geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, wart ihr bewusstlos. Hört mal, auch wenn das Ganze eine Rettungsstation war, ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Einfach loszustürmen und ihm Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging alles nochmal gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos. Aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, Ende gut, alles gut. Moment, welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Delion. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde alles durch es durchgehen. Die Attacken sind durch es durchgegangen. Im Schlummerwald soll es tatsächlich ein werkenmütiges Pokémon geben. Habt ihr es wirklich gesehen oder war das nur eine Illusion? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Ich finde das Pokémon als größtes Problem. Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Aber jetzt sollten wir erstmal wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt. Delion, rede besser. Alles auf andere schieben. Delion hat uns zwar keine kleine Standpauke gehalten, aber es war mir dieses Abenteuer absolut wert. Hey, das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hopp. Ja. Bevor wir nach Brassbury gehen, solltest du aber noch deine Mutter Bescheid sagen. Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst. Ein Standpauke pro Tag reicht, Digga. Okay, aber an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, dass wir das heutige Video hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, das würde mich sehr freuen. Ich übe gerade ein gemittertes Level namens Game Time, es ist ziemlich schwierig. Und morgen wird dann auch die nächste Folge dann auch wieder erscheinen. Bis zum nächsten Mal und ciao, die Wolli.